Kapitel 12. Effizienz des Handelns Du musst dein Denken so einsetzen wie in den vorhergegangenen Kapiteln beschrieben und dort, wo du bist, anfangen das zu tun, was du tun kannst. Und wo du bist, musst du alles tun, was du tun kannst. Du kannst nur vorankommen, wenn du größer bist als dein gegenwärtiger Platz und kein mensch kann größer als sein gegenwärtiger platz sein wenn er irgendwelche unerledigte arbeit an diesem platz liegen lässt die welt entwickelt sich nur höher durch die die ihre gegenwärtigen plätze mehr als ausfüllen falls kein mensch seinen gegenwärtigen platz ganz ausfüllen würde könntest du sehen dass es dort in allem rückwärts ginge jene die ihre gegenwärtigen Plätze nicht ganz ausfüllen, sind eine Belastung für Gesellschaft, Staat, Handel und Gewerbe. Sie müssen mit großen Unkosten von anderen mitgetragen werden. Der Fortschritt der Welt wird nur durch die verzögert, die ihre Plätze nicht ausfüllen, die sie innehaben. Sie gehören in ein früheres Zeitalter, und eine tiefere Stufe oder Ebene des Lebens, und ihre Tendenz geht in Richtung Degeneration. Keine Gesellschaft könnte sich weiterentwickeln, wenn jeder Mensch kleiner als sein Platz wäre. Die soziale Entwicklung wird durch das Gesetz der physischen und geistigen Entwicklung gesteuert. In der Tierwelt wird die Evolution durch ein übermaß an leben verursacht. Wenn ein organismus mehr leben hat, als in den funktionen auf seiner eigenen ebene ausgedrückt werden kann, entwickelt er organe auf einer höheren ebene und es entsteht eine neue spezies. Es hätte nie neue spezies gegeben, wenn es dort nicht organismen gegeben hätte die ihre Plätze mehr als ausgefüllt hätten. Das Gesetz ist exakt dasselbe für dich, dein Reichwerden beruht auf der Anwendung dieses Prinzips für deine eigenen Angelegenheiten. Jeder Tag ist entweder ein erfolgreicher oder ein erfolgloser Tag, und es sind die erfolgreichen Tage, die dir bringen, was du dir wünschst. Wenn jeder Tag ein Misserfolg ist, kannst du nie reich werden. Aber indem jeder Tag erfolgreich ist, kannst du gar nicht anders als reich zu werden. Wenn es etwas gibt, das heute getan werden kann und du es nicht tust, hast du insofern versagt, was, was diese Sache betrifft und die Konsequenzen können katastrophaler sein, als du dir vorstellen kannst. Du kannst die Folgen selbst der banalsten Tat nicht vorhersehen. Du kennst nicht das Wirken aller Kräfte, die durch dich in Bewegung gesetzt wurden. Es kann viel von irgendeiner einfachen Tat abhängen. Es kann wirklich diejenige sein, die dir die Tür der Gelegenheit zu sehr großen Möglichkeiten öffnet. Du kannst nie sämtliche Kombinationen kennen, die die Intelligenz des Supreme in der Welt der Dinge und menschlichen Angelegenheiten für dich bereitstellt. Deine Nachlässigkeit oder dein Versagen, irgendeine Kleinigkeit zu erledigen, könnte eine lange Verzögerung beim Erhalt dessen verursachen, was du wünschst. Erledige jeden Tag alles, was an diesem Tag getan werden kann. Es gibt jedoch eine Beschränkung oder Einschränkung vom oben Genannten, die du in Betracht ziehen solltest. Du solltest dich weder überarbeiten noch blindlings in deine Arbeit stürzen, im Bemühen, die größtmögliche Anzahl von Dingen in kürzestmöglicher Zeit zu erledigen. Du sollst nicht versuchen, die morgige Arbeit heute zu erledigen, auch nicht die Arbeit einer Woche an einem Tag zu tun. Es ist wirklich nicht die Anzahl der Dinge, die du tust, aber die Effizienz jeder einzelnen Handlung, die zählt. Jede Tat ist in sich entweder ein Erfolg oder ein Misserfolg. Jede Tat ist in sich entweder effizient oder ineffizient. Jede ineffiziente Handlung ist ein Misserfolg. Und wenn du dein Leben mit ineffizienten Taten verbringst, ist dein ganzes Leben ein Misserfolg. Je mehr Dinge du tust, umso schlimmer für dich, wenn deine Handlungen ineffizienter Natur sind. Andererseits ist jede effiziente Tat ein Erfolg in sich, und wenn jede Tat deines Lebens effizient ist, muss dein ganzes Leben ein Erfolg sein. Die Ursache des Versagens liegt darin, zu viele Dinge in einer ineffizienten und nicht genügend in einer effizienten Weise zu tun. Du wirst sehen, dass es eine offensichtliche Aussage ist, reich zu werden, wenn du keine ineffizienten Handlungen und eine genügende Anzahl effizienter Handlungen ausführst. Wenn es jetzt möglich für dich ist, jede Handlung effizient zu gestalten, kannst du wiedersehen, dass das Reichwerden auf eine exakte Wissenschaft reduziert wird, wie bei der Mathematik. Die Sache dreht sich dann um die Frage, ob du jede einzelne Tat zu einem Erfolg in sich selbst machen kannst. Und dies kannst du zweifellos tun. Du kannst jede Tat zu einem Erfolg machen, weil alle Macht für dich arbeitet und die gesamte Kraft nicht scheitern kann. Die gesamte Macht steht dir zu Diensten und um jede Tat effizient zu machen, brauchst du nur Kraft davon in sie hineinzusetzen. Jede Handlung ist entweder stark oder schwach und wenn jede stark ist, handelst du in der bestimmten Weise, die dich reich machen wird. Jede Handlung kann stark und effizient gemacht werden, indem du deine Vision hältst, während du handelst und die ganze Kraft deines Glaubens und deiner Absicht in sie hineinlegst. Es ist dieser Punkt, an dem die Leute versagen, die die geistige Kraft von der persönlichen Handlung trennen. Sie benutzen die Macht des Geistes an einer Stelle und zu einem bestimmten Zeitpunkt und handeln an anderer Stelle und zu anderer Zeit. So sind ihre Taten in sich nicht erfolgreich, zu viele von ihnen sind ineffizient. Aber wenn die gesamte Kraft in jede Tat fließt, ganz gleich wie alltäglich sie ist, wird jede Handlung ein Erfolg in sich selbst sein. Und wie es in der Natur der Dinge liegt, öffnet jeder Erfolg den Weg zu anderen Erfolgen, und dein Fortschritt in Richtung dessen, was du wünschst, wird in zunehmendem Maße rasanter. Bedenke, dass erfolgreiche Handlungen in ihren Ergebnissen zunehmend sind. Da der Wunsch nach mehr Leben allen Dingen innewohnt, zieht ein Mensch, der sich auf ein erfolgreicheres Leben zubewegt, auch mehr Dinge an, was den Einfluss seines Wunsches multipliziert. Tue jeden Tag alles, was du an dem Tag schaffen kannst, und möglichst jede Handlung in effizienter Weise. Wenn ich sage, dass du deine Vision bei jeder Handlung aufrechterhalten sollst, egal wie banal oder alltäglich sie sei, meine ich nicht, sie notwendigerweise ständig deutlich bis ins kleinste Detail vor sich zu sehen. Es sollte die Arbeit deiner Freizeit sein, deine Vorstellungskraft für die Details deiner Vision einzusetzen und sie zu betrachten, bis sie fest im Gedächtnis verankert sind. Wenn du schnelle Ergebnisse wünschst, verbringe praktisch deine ganze freie Zeit mit dieser Übung. Durch ständige Anschauung wirst du das Bild von dem, was du wünschst, sogar bis in die kleinsten Details so fest in deinem Geist einprägen und so vollständig in den Geist der formlosen Substanz übertragen, dass du in deiner ganzen Arbeitszeit nur an das Bild zu denken brauchst, um deinen Glauben und deine Absicht zu stimulieren und deine beste Leistung hervorzubringen. Betrachte dein Bild in deiner Freizeit so lange, bis dein Bewusstsein so voll davon ist, dass du es förmlich greifen kannst. Du wirst von seiner glänzenden Verheißung so begeistert sein, dass der bloße Gedanke daran die stärksten Energien deines ganzen Seins wachruft. Lass uns unseren Lehrplan nochmal wiederholen und mit leichter Änderung der abschließenden Aussagen zu dem Punkt bringen, den wir jetzt erreicht haben. Es gibt einen denkenden Stoff, aus dem alle Dinge geschaffen sind und der in seinem Urzustand in die Zwischenräume des Universums eindringt, sie durchdringt und ausfüllt. Ein Gedanke in dieser Substanz erschafft das Ding, über das gedacht wurde. Der Mensch kann in seinem Denken Dinge formen und kann das Gedachte erschaffen, indem er sie der formlosen Substanz aufprägt. Um dies zu tun, muss der Mensch vom Konkurrenzdenken zum schöpferischen Denken übergehen. Er muss ein klares geistiges Bild der Dinge haben, die er wünscht, und mit Glauben und Absicht all das tun, was an jedem Tag getan werden kann. Und zwar jede einzelne Handlung in einer effizienten Weise.